Raum sind so. Na, das wollen wir mal so im Raum stehen lassen. Im Raum steht übrigens auch, dass Alice Patrick hinter Denise her war. Zumindest hat sie das behauptet. Für uns Anlass, den vermeintlichen Übeltäter auf sein angebliches Vergehen anzusprechen. Also, weißt du, was ich gerade erfahren habe? Was? Ich muss mich mal hinsetzen. Ich habe gerade erfahren, damit die Denise gemeint hat, ich habe mich Ende letztes Jahr mit ihr getroffen. Ach so? Mhm. Wüsstest du davon was? Nein. Kann gar nicht hinkommen, oder? Letztes Jahr? Nein. Ende letztes Jahr? Nein. Sie hat gemeint, ich habe mit ihr Kontakt gehabt und wir haben uns Ende letztes Jahr getroffen. Ja, wie er jetzt gekommen ist und nicht gewusst hat, wie er das ansprechen soll oder so. Aber ich mir schon gedacht, okay, sie singt was schon wieder. Aber warum sollte er jetzt kommen und mir das sagen, wenn es nicht stimmen würde? Ich war zwar arbeitsmäßig viel unterwegs, aber ich habe doch keine Zeit, da jetzt mich mit irgendwem zu treffen. Also, ich habe die Frau noch nie in echt gesehen, sagen wir so. Auf irgendwelche Fotos und das war's. Aber in echt. Und warum warst du bei ihr? Angeblich? Weiß ich das? Wahrscheinlich, weil es Aufmerksamkeit jetzt braucht, oder? Keine Ahnung. Ja, aber will sie uns auseinanderbringen, oder was probiert sie dadurch? Weil vor 3 Jahren haben wir mit dem auch gestritten, also deswegen gestritten. Und da bist du auch nicht zu ihr gefahren. Eben. Also wenn du weißt, dass ich genau, wenn ich irgendein Blödsinn mache. Ja, weil ich es vor dir weiß. Es war damals der Grund, warum wir gestritten haben, das stimmt schon. Und es hat mir wehgetan, das auf jeden Fall. Ja, sie hat mit mir geschrieben und die Ellie ist draufgekommen. Die Ellie ist dann natürlich bei jedem Muxer noch ausgezuckt früher und somit. Darum habe ich ihr gesagt, du kannst, vergiss mich gleich einmal. Ich habe ja extra Nummer gewechselt und. Also. Ja, aber Facebook gibt es heutzutage ja, auch noch. Sie hat sich bei mir auch nicht mehr gemeldet. Das ist 1,5 Jahre her. Sie hat gemeint, wegen dem hatten wir einen großen Streit und hin und her. Wir haben 1,5 Jahre lang nicht gestritten. Ja, eben. Also, und wen war das vor 2 oder 3 Jahren? Na voll, sie hat mich angeschrieben, weil da war ich gerade in Kroatien. Da habe ich mich gerade in der Pizzeria mit dem WLAN verbunden und da habe ich in Facebook irgendeine Nachricht bekommen. Ah, so war das. Oder Denise? Der Kontakt ist eigentlich so gut. Der Patrick hat mir mal geschrieben, dass er mich so hübsch findet und dass er mich gerne kennenlernen möchte. Ich habe mit dem viel telefoniert, viel geschrieben, viel erfahren, auch getroffen. Es war halt auf heimlich. Er hat seiner Frau immer gesagt, er macht was mit seinem Papa. Und da hat er mir halt auch so Fotos geschickt von sich und da mal geschrieben wegen Sex und so. Sie wollte sich zweimal treffen, aber sie hätte den Sprit nicht zahlt und zweitens fahre ich doch keine 2 Stunden wegen irgendwem da spazieren. Interessiert mich nicht wirklich. Freunde, nein, vielmehr ein Paar bzw. ein Ehepaar, bleiben hoffentlich auch die zweifachen Jungeltern Ellie und Patrick noch, nachdem die Anschuldigungen von Denise auf dem Tisch sind. Denn sie meint, Patrick hätte sich sogar mit ihr getroffen. Ich habe das gerade erfahren und mich hat es gerade sehr verwundert, weil ich finde das irgendwie, ja, überhaupt wie man auf sowas kommen kann. Also, drum habe ich mir gedacht, ich rede jetzt mal drüber, weil sonst bin ich wieder als Anschuldigung. Oder bin ich wahrscheinlich sowieso, aber... Für wen? Ja, weiß ich nicht. Für die Leute, die das glauben. So wie eben gerade gesagt, also das sind irgendwelche Gerüchte, wo ich wieder das Arschloch bin. Das ist schon ganz richtig, aber mich interessiert es nicht, weil ich wohne in Wien und nicht in Graz. Aber wie kommt sie auf das? Ja, weiß ich das? Hat's du noch einmal geschrieben oder weiß ich nicht was? Ich habe mir die auf jeden Fall nicht geschrieben, kann man nicht vorstellen. Ja, maximal das, was sie mir da irgendwann einmal geschrieben hat, hallo, wie geht's? Naja, pff. Was ist denn das, was hat das mit Kontakt zu tun?
Was hat das damit zu tun, dass ich darauf war? Ich habe nicht einmal ein Auto gehabt und im Zug, wegen einem Weib, werde ich mir auf jeden Fall setzen. Ich glaube schon, dass er die Denise noch nie getroffen hat, weil wegen einer Frau jetzt 2,5 Stunden zum Fahren. Ich weiß, wie lange man da runterfährt, weil ich dort mein Kind gekriegt habe. Ich glaube nicht, dass er sich den Weg da runter macht, weil das sind 5 Stunden hin und her fahren, für das, dass er eine Frau gesehen hat. Überhaupt Ende letztes Jahr, das kann ja alles gar nicht zusammenpassen. Da habe ich mit der Lehre angefangen und das funktioniert gar nicht. Da habe ich für das überhaupt keinen Kopf und keine Zeit gehabt. Vielleicht bildet sie sich auch nur ein. Ja, dann soll sie sich einbilden, aber nicht Blödsinn herum erzählt. Es ist nicht zu einem Treffen gekommen, weder jetzt, vor kurzem oder vor Jahren. Wenn sie sich einbildet, dann soll sie sich einbilden, soll sie sich irgendein Bild aus dem Facebook rausnehmen oder aus Google, sich das daheim aufpicken oder auf irgendein Pappmenschen draufpicken und sagen, sie hat sich mit dem Patrick getroffen, aber mit meinem Mann hat sie sich sicher nicht getroffen. Ich weiß, ich habe die Frau noch nie in echt gesehen. Ich auch nicht. Und ich will sie auch nicht echt sehen. Ja, will ich auch nicht, glaube ich. Aber ich wollte halt mit dir drüber reden, bevor du das irgendwo siehst, erfährst, was nicht stimmt. Dann hätte ich dich hier wieder drauf angeredet. Ja, aber. Ich habe andere Sorgen. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen von Vertrauen und dem Ganzen. Wenn er mir eben gleich von Anfang an das sagt, sage ich ihm genauso, wenn sowas sein sollte. Und es ist einfach viel schöner, wenn ein Mensch nicht sondern gleich alles auf den Tisch legt. Das war damals der Grund, warum wir gestritten haben, somit ich werde das jetzt nicht aufkurbeln und noch einmal wegen dem Anfang zum Streiten, es interessiert mich nicht. Kranke. Im Normalfall, wenn ich so ein Blödsinn rede, kann ich 3 Tage nicht kurz schlafen. Ich weiß nicht, was die Frau für ein Problem hat. Entweder Fahrt im Kopf, kein Haar, aber Aufmerksamkeit. Ja, ich verstehe das nicht. Ja, Schatz, wir sind aber zusammen. Und ich vertraue dir in dem Punkt und... Ja, aber trotzdem verstehe ich das nicht. Ja, was willst du machen? Ja, dann kann man es. Aber wir machen das Beste draus. Genau.